Also wenn der so eine Bombenposition in der Industrie hat, dann verstehe ich nicht, warum der den Laden hier übernimmt. Ich glaube nicht, dass mein Vater noch mal ins Geschäft zurückkommt. Er hat den Herzinfarkt wohl als eine Chance begriffen, über seine Lebensführung nachzudenken. Er weiß, dass er dem Stress nicht mehr gewachsen ist. Sie haben es also in Zukunft mit mir zu tun. Ich würde sagen, noch bevor das vertraglich fixiert ist, werden Ihnen in jedem Fall wegen der Modernisierung des Autohauses gesonderte Vorschläge zugehen. Nie im Leben spielt Ihr Vater damit. Lassen Sie das mal meine Sorge sein. Ich halte es jedenfalls für unverantwortlich, ihn jetzt schon mit diesen Dingen zu belasten. Ich halte 2 Millionen überhaupt für unverantwortlich. Chef, wie was in der Werkstatt geschieht, ist seit bald 30 Jahren meine Sache. Und wenn ich mit Ihnen zusammenarbeiten soll, dann belassen Sie es dabei. Was Kulanz und was Garantie ist, das bestimme ich. Ich nehme Ihnen Entscheidungen ab. Das ist alles. Wer einen neuen Wagen kauft, braucht für seinen alten Geld. Und nicht die vage Aussicht auf Geld. Herr Schmidling, können Sie... Wir glauben hier niemanden mehr. Komm, Hella. Dass ich mit Ihren Geschäftspraktiken nicht immer einverstanden bin, wissen Sie. Aber wenn ich am Sonntag Ihren Vater besuche, dann mache ich diesmal keinen Hehl daraus. Den Besuch können Sie sich sparen. Mein Vater ist tot. Und wie geht's weiter? Anders. Komm mal her. Oh, hoppla, hopp. Oh, Heimatland, von der erfahren wird ja ein ganzer Gesangverein. Das auch. Hallo. Studenten, Geld habe die nie, aber zu trinken habe die immer. Mach das denen mal nach. Hallo, Chef, aufstehen. Guten Morgen. Ja, bitte? Sie stehen hier im uneingeschränkten Haltverbot. Ja, und? Schlafen dürfen Sie hier nur bis um 7. Jetzt haben wir gleich 7:30. Darf ich mal Ihren Führerschein und Ihren Kraftfahrzeugschein haben? Danke. Ja, eine 1,22, einer kommen. Jetzt muss ich wohl in die Tüte blasen, was? Nein, ich finde das Fahrzeug nicht gefahren. Und wie ich sehe, haben Sie auch keinen Versuch gemacht. Das weiß ich nicht. Da fehlen mir ein paar Meter. Ja, was machen wir jetzt? Halten dürfen Sie ja nicht. Ah ja, die geben Sie mal besser mir. Fahren dürfen Sie erst recht nicht. Was also machen wir? Wenn Sie das nicht wissen. Hey, Polizei! Ja, muss den Abschleppdienst bestellen. Das wird teuer, Herr Professor. Augenblick. Ja. Na, was gibt es jetzt? Glauben Sie, davon kommt der Wagen hier weg? Herr Wachmeister. Fahren Sie. Dürfen wir nicht. Wegen Gefahr des Regresses. Haben Sie doch ein Herz für einen kommenden Nobelpreisträger. Bitte. Sag auch die Bulle. Frau
Freunde, Freunde. Was machen wir mit denen? Wo wohnen sie denn? Wo wohnen sie denn? Junggesellenheim an der TH. Komm, fahr du den Bock. Das ist mehr was für Spezialisten. Steigen Sie aus. Mein Kollege fährt Sie. Ja, schauen Sie. Und der Katastrophulos? Den fahre ich. Irre. Komm. Aber Vorsicht mit dem dritten Gang. Flupp. Und raus ist er. Ja. So. Wie heißen Sie? Muss ich wissen. Gräbert. Gräbert? Ja. Gräbert? Ja, bitte. Herr Gräbert, Sie sind ein Typ. Und könnten Sie das heute noch machen? Wir müssten sonst hier übernachten. Irgendwie schaffen wir schon. Ist ja noch früh. Vielen Dank. Kommen Sie mal so um 16:30. Selbstverständlich. Dankeschön. Bitte sehr. So, Kundendienst, Checkheft mit Garantiekarte, Händlerverzeichnis, Betriebsanleitung. Bitte schön. Die Fußmatten waren gratis. Dankeschön. Bitte sehr. Du, warum hatten wir schon 273 Kilometer? Ja, das ist doch die Überführungsstrecke. Was? Alles klar? Ach so, das haben wir gleich. Stimmt's jetzt? Gut. Also, viel Glück. Gute Fahrt. Er und sein Kollege haben uns nach Hause gefahren. Wir haben im Halteverbot gepennt. Einer, der nichts gegen lange Haare hat. Das ist nett von Ihnen, dass Sie sich auf diese Art bedanken wollen. Aber Sie wissen doch, wir dürfen keine Geschenke annehmen. Die Kollegen haben Sie also nach Hause gebracht? Bis vor die Tür. Und wie sind Sie jetzt hierher gekommen? Na, mit meiner Ente. Katastrophulos 3,7 Liter. Warum? Musste das sein? Musste. Wer mir Gutes tut, dem wird wieder Gutes getan. Hol mal einen Alkotest. So, alles klar. Die Kerzen waren verrußt und die Ventile haben wir eingestellt. Aber das Geräusch kam von der Wasserpumpe, die muss man rausschmeißen. Hauptsache, er läuft und wir kommen weiter. Die Rechnung liegt vorne. Wo ist das Reserverad? Haben Sie das raus? Nein. Wieso? Am Kofferraum hatten wir doch gar nichts zu tun. Aber heute Morgen war es doch noch drin. Das kann ich beschwören. Wollen Sie damit sagen? Wir wollen gar nichts sagen. Wir wollen das Reserverad haben. Nachtwächter, hier da unten in der Friedenhuberei, du Hockenberger! Vorfahren, Müller, Hund, du Alli! Schau mal, das kommt da, Mensch! Das ist der Monteur. Guten Tag. Wir vermissen das Reserverad. Ich habe den Kofferraum überhaupt nicht aufgemacht. Ja, das müssen ja nicht unbedingt Sie gewesen sein. Jetzt hören Sie mal gut zu. Ich weiß nicht, in welchen Werkstätten Sie verkehren. Aber bei uns wird nicht geklaut, damit das klar ist. Das haben wir ja auch gar nicht behauptet. Für jeden meiner Leute kann ich mich verbürgen. Der Wagen hat im Hof gestanden. Vielleicht war es ein Fremder. Der Ware war in der Werkstatt, bis ihn der Meister über Probe gefahren hat. Möglich ist alles. Das stelle ich auch gerade fest. Jedenfalls haften Sie für den Schaden. Das sagt Ihnen jeder Anwalt. Ich kann nichts beweisen. Ich mache Ihnen deshalb folgenden Vorschlag. Ich werde veranlassen, dass der Wert des Ersatzreifen gemessen am Wert des Wagens von der Reparaturrechnung abgezogen wird. Und wenn Sie wieder mal hier in der Gegend sind und Sie haben eine Reparatur, dann suchen Sie bitte ein anderes Autohaus auf. Kommen Sie. Wenn die sich das heute noch leisten können, Kunden zur Konkurrenz zu schicken? Sie immer. Unverschämtheit. Das ist ja auch noch frech. Sie reisen doch auf diese Tour. Da ist nichts gegen zu machen. Na, was können wir schon gegen Gemeinheiten machen? Thank you.
Herr Wendrich, mal höher. Mein Mann empfing es an. Ohne Zwischengas ist er gar nicht mehr zu fahren. Es kracht. Wahrscheinlich das Getriebe im Eimer. Das muss nicht. Vielleicht sind es nur die Synchronringe. Muss ja nicht gleich am Appetit liegen, wenn das Essen nicht schmeckt. Könnte das morgen noch repariert werden? Freitag? Hol mal die Dispo für morgen. Müsste mich allerdings darauf verlassen können, sonst nehme ich mir lieber einen Leihwagen. Lassen Sie sich eine Karte geben. Gleich Feierabend. Ich schreibe sie inzwischen für morgen ein. Vielen Dank. Ihr trellert wohl unter der Kapuze, hä? Du kannst doch nicht einfach einen Wagen annehmen. Auch noch Sonnenkoffer. Mein Bier. Wenn das Karl der Große erfährt, du, tuff, da gibt's aber einen auf den Hut. Na und? Noch nie was davon gehört, dass es neue Hüte gibt? Fräulein Mattig, haben Sie das hierher gelegt? Anweisung vom Chef. Wann haben Sie denn das bekommen? Montagmorgen fand ich einen Zettel auf meinem Schreibtisch. Aha, interessant. Hat er das nicht mit Ihnen besprochen? Herr Neubert ist nicht der Typ, der etwas zu besprechen pflegt. Und schon gar nicht mit mir. Das ist Ihre Schuld. Ach so? Sie haben Prokura, aber müssen Sie ihn deshalb provozieren? Ich wäre da cleverer. Er muss Sie ja schätzen. Warum schickt er Sie wohl sonst nicht in die Wüste? Weil er sich nur samstags um die Firma kümmern kann. Vorläufig jedenfalls. Ich möchte nur wissen, was unser lieber Verkaufsleiter dafür bezahlt hat. Wieso? Herr Neubert ist nicht in der Heilsarmee. Ohne Gegenleistung erhöht er nicht das Fixum um 200 Mark. 14 Tage nach dem Tod vom Senior. Leistungszulage kann das also nicht sein. Vielleicht Teuerungszuschlag. Bei einem Autoverkäufer? Guten Abend. Guten Abend. Wollten Sie heute nicht früher gehen? Warum tun Sie es nicht? Sie wollten doch auch nur samstags kommen und sind am Donnerstag da. Sie können es nicht lassen. Das hat doch seinen Grund. Wer hat Ihnen das für morgen zugesagt? Der Monteur, Ihr Ass. Ich weiß nicht, wie er heißt. Der oder den Fiat. Hat irgendein Plan nachgesehen. Sir, ich bezweifle nur, dass Sie Freude an der Reparatur haben. Sie kostet zwar nur 400 Mark, so über den Daumen, aber Ihr Wagen hat doch jetzt bald 80.000. 85. Wenn da die Synchronringe nicht mehr mitspielen, dann sind doch meistens die Lager angegriffen. Und was heißt das? Dass Sie ein Austauschgetriebe brauchen. Und das kostet mit allem drum und dran 2.000. Austauschgetriebe? Himmels Willen, bei dem alten Knaben? Kaufen Sie einen neuen, das kommt Sie am billigsten. Das war vor ein paar Jahren mal richtig. Aber wenn ich jetzt 10.000 Mark rausschieben kann, riskiere ich gern erst mal 400. Wie Sie wollen. Es ist nicht mein Geld, das Sie hier abliefern. Geht sein Leben lang mit Autos um. Den Umgang mit Kunden lernt er nie. Wohin? Zigarettenholen. Nichts gibt's. Der sie rauchen will, soll sie sich auch holen. Du bist nicht hier, um Zigarettenpäckchen zu ziehen. Was? Kommen den BMW vom Chef Stereo Sprecher? Sein Mercedes steht draußen. Herr Wille, die Bolzen, die Sie in der letzten Zeit drehen, die kommen nicht von ungefähr. Sehen Sie mich gefälligst an, wenn ich mit Ihnen rede. Ein Kunde hat Auskunft verlangt. Die habe ich ihm gegeben. Was dabei? Hier bestimme ich, wo der Knopf sein Loch hat. Und dabei wird es auch bleiben. Und da ruhig mit dem Himmel. Sein Ton geht mir auch auf den Wecker. Aber wo er recht hat, hat er recht. Dass Sie meinen Kittel haben wollen, das weiß ich nicht erst seit heute. Aber noch stecken Sie im Blauen. Und danach richten Sie sich gefälligst. Haben wir uns verstanden? Feierabend. Du bist schon der Typ. Chef, kann ich Feierabend? Ja. Suchen Sie jemand? Nein, nein, nicht. Das hat noch ein Nachspiel. Guten Abend. Ja, guten Abend, das geht jetzt nicht. Ich bin noch nicht so weit. Das geht auch nicht. Der Chef ist noch da. Ich putz. Aber damit das klar ist, abhetzen tue ich mich nicht. Um 6 Uhr fällt bei mir der Eimer um. Ja, und können Sie sich nicht inzwischen um die Werkstatt kümmern? Wofür halten Sie mich denn? Ich bin fürs Büro zuständig. Sonst hätte ich hier gar nicht erst angefangen. Ich bin Raumpflegerin. Für Dreckarbeiten müssen Sie jemand anders suchen. Guten Abend. Guten Abend. Just. Mettler. Ich möchte zu Herrn Neubert. Sind Sie angemeldet? Wegen der Meisterstelle. Wegen der Meisterstelle? Ja. Ja. Augenblick, bitte. Bitte. Ach, wie war doch noch der Name? Just. Herr Neubert, Herr Just ist gekommen. Lassen Sie ihn herein. Bitte sehr. Danke. Guten Abend, Herr Neubert. Herr Just, begrüße Sie. Sie sind ja noch da. Ja. Ich muss den Chef was fragen.
Kann ich? Das geht jetzt nicht. Herr Joost ist gekommen. Herr Joost? Herr Joost. Wie soll ich das verstehen? Fragen Sie lieber, ob Herr Brenzberger das versteht. Erwin, komm doch mal her. Deine Biene hat's wohl nicht gern, wenn sie wartet, hä? Warum? Sieh mal, was da liegt. Öl. Und hier, was ist das? Dreck. Und was machst du damit? Wieso ich? Ich bin hier als Auszubildender. Und das soll heißen? Ich bin nicht verpflichtet, die Werkstatt sauber zu machen. Soll ich mich vielleicht hinstellen? Es ist mein Recht, eine Arbeit zu verweigern, die nicht meiner Ausbildung dient. Das ist dein Recht. Richtig. Aber der, der dir das gesagt hat, hat dir doch auch sicher gesagt, was deine Pflicht ist. Die zwei gehören nämlich zusammen. Und zum Sauberhalten deines Arbeitsplatzes bist du verpflichtet, mein Freund. Oder kannst du dir vorstellen, wie Vergaser funktioniert, der in den Dreck sauber gemacht wird? Überleg das. Es geht um dein Portemonnaie. Wieso? Junge, der Betrieb ist durchaus nicht verpflichtet, dir drei komplette Arbeitsanzüge zu stellen und reinigen zu lassen. Und der Betrieb ist noch weniger verpflichtet, auch deinen Anteil bei der vermögenswirksamen Anlage zu bezahlen. Das habe ich für euch durchgesetzt. Aber nicht, damit ich am Ende euren Dreck wegmache. Jetzt bist du angezogen, machst das morgen früh. Nach Arbeitsbeginn. Denn das ist wiederum dein Recht. Und nachdem der Chef jetzt bald ganz zumacht, legt er mir natürlich nichts mehr in den Weg. Und spart auch noch die Abfindung. Nee. Aber viel war es eh nicht. Gut. Herr Joost, die Veränderungen, die es hier geben wird, werden einschneidend sein. Ich bin also nicht an einer kurzfristigen Lösung interessiert. Ich auch nicht. Und woher weiß ich das? Wie ich Ihnen gesagt habe, sind wir von Frankfurt nach Darmstadt gezogen. Genauer gesagt nach Treysheim. Ein alter Onkel hat uns ein Häuschen überschrieben mit der Verpflichtung, dass wir ihn bis an sein Lebensende in dem Haus versorgen. Niesbrauch nennt er das. Alles klar. Haben Sie sich mal die Werkstatt angesehen? Ja. Und? Auf den ersten Blick, danke. Insgesamt etwas veraltet. Genau das soll sich ändern. Sonst kann ich auch dicht machen. Dauert das lange? Fragen Sie mal, wie lange es noch regnet, wenn die ersten Tropfen fallen. Blöd, es geht um sein Auto und ich sitze hier rum. Klopfen Sie doch mal an und gehen Sie rein. Wenn er Sie rausschmeißt, wissen Sie, dass Sie was falsch gemacht haben. Ich bin doch nicht hier. Und als unumgänglich würden Sie bezeichnen? Leistungs- und Funktionsprüfstand, also praktisch eine Teststraße. Leitstand erhöht, damit sämtliche Arbeitsabläufe gut überschaubar sind. Und wenn es der Anbau hergibt, automatische Waschanlage und natürlich eine Einbrennlackierung. Ja, Herr Pfeffer, was gibt's? Entschuldigung, kommen in Ihrem BMW Stereo-Lautsprecher oder kommen... Stereo. Weil ich morgen... Alles klar. Und wie ist das mit Ihrem alten Meister? Nichts gegen den Mann, aber wenn ich am 1. hier anfange, hätte ich gern klare Verhältnisse. Da können Sie ganz beruhigt sein, Herr Joost. Konflikte mit dem Vorgänger und die Mannschaft schon. Gesagt. Big Boss, im Rausgehen habe ich gehört. Zu wem hat er das gesagt? Ja, zu dem Neuen. Oh, der Karl der Große. Wird doch jetzt überall gespart. Vielleicht zahlt er dem Neuen weniger. Ein Neuer? Was für ein Neuer? Der neue Meister, du Bindei. Und was hat der Karl die Große gesagt? Der war gar nicht dabei. Ein dicker Hund. Gibt was? Was ist denn los? Die haben sich gestritten. Wegen die Salbe. Hier. Ihr habt doch was. Alles klar. In Zukunft lässt du das. Er erfährt's ja doch. Halt's mal um Maul. Was erfahre ich? Sauker. Herr Willer. Weiß ich nicht. Paprika hat er eben was gesagt. Hm? Ja, das... Dir drück ich noch mal das Gebiss nach hinten. Vielleicht erfahre ich jetzt, was los ist. Noch red schon. Du hast ja nicht anders haben wollen.
Was habe ich haben wollen? Ist das Sache vom Chef? Was ist Sache vom Chef? Paprika hat was von neuem Meister gehört. Bitte sehr. Danke. Noch mal sehen, was wir beide so hinbringen. In einem Vierteljahr werden wir es wissen. Ich werde jedenfalls alles dran setzen. Grüßen Sie Ihren Chef. Ihre Tochter? Haben Sie auch eine? Ein Sohn, 19. Geht ins zweite Semester Wirtschaftswissenschaft. Gestern ist er losgetrampt mit zwei Freunden, Balkan, 4 Wochen. Na, so ganz wohl ist es uns nicht. Unseres nach England. Flug? Schiff, Schüleraustausch. Das klingt ja geradezu zivilisiert. Herr Neuwirth. Auf Wiedersehen und auf gute Zusammenarbeit. Mhm. Meine Privatnummer haben Sie ja, falls noch irgendwelche Fragen auftauchen. Ich glaube nicht. Frau Mettler? Ja? Denken Sie daran, dass ich morgen früh Herrn Brenzberger sprechen will. Bitte? Sie haben auf mich gewartet. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Darf ich Ihnen irgendwas zu trinken anbieten? Kommen Sie zur Sache. Ach, Sie wissen es schon. Ich wollte es Ihnen selbst sagen. Aber ich darf doch klarstellen, gegen alle Gerüchte, die zu Ihnen gedrungen sein mögen, wenn das Autohaus heute noch so dasteht, glauben Sie nicht, dass ich nicht weiß, wem ich das größtenteils zu verdanken habe. Sie wollen mich also loswerden? Ich könnte es mir einfach machen, mich auf Gemeinplätze zurückziehen, von Wachablösung reden und damit das Thema beenden. Aber das wäre Ihnen gegenüber nicht ganz fair. Sie wissen um die geplanten baulichen Veränderungen, vor allem in der Werkstatt. Sie kennen mein Bestreben, in dieser Zeit wenigstens einen Notbetrieb aufrechtzuerhalten. Stellen Sie sich selbst die Frage, ob Sie mit all dem nicht schlicht und einfach überfordert sind. Bin ich dafür zu alt? Weisen Sie mir das nach. Wofür genüge ich nicht mehr? Heute diktieren allein strengste Wirtschaftlichkeitserwägungen. Selbst Betriebe unserer Größenordnung können es sich bald nicht mehr leisten, ohne EDV-Anlage auszukommen. Hand aufs Herz, sind Sie dem gewachsen? Und ist es etwa ehrenrührig, wenn Sie feststellen, Sie sind es nicht? Woher wollen Sie das wissen? Sie geben mir ja nicht einmal eine Chance. Sie wissen, wie es um uns steht, Herr Brenzberger. Unsere einzige Chance ist es, alle Arbeitsabläufe neu durchzuorganisieren. Dann ist ja alles klar. Automation und Computer. Der Mensch spielt da keine Rolle. Ob ein Mann mit 59 noch woanders unterkommt. Nach bald 30 Jahren in einem und denselben Betrieb, das interessiert nicht. Wer denkt denn daran, Sie zu entlassen? Ich werde den Teufel tun und auf Ihre Mitarbeit verzichten. Und wie soll die aussehen? Arbeitskarten ins Büro tragen? Ich habe hier nicht ein halbes Leben gearbeitet, um am Ende Rangierfahrer auf den Gebrauchtwagenhof zu sein. Wer verlangt das von Ihnen? Ich brauche Sie ja. Auch wenn Sie es nicht glauben. 30-jährige Erfahrung braucht man immer. Keine Frage, natürlich ist das hart. Aber sehen Sie sich doch mal die anderen Werkstätten und Autohäuser an. Hier musste was geschehen. Also mir ist lieber, der Brenzberger geht, als dass wir über die Klinge springen. Na, nun übertreiben Sie mal nicht. Der ist doch nicht allein schuld am Zustand der Werkstatt. Darum geht es nicht. Es geht um die Art und Weise. So was bespricht man mit einem Mann, der jahrzehntelang da ist, vorher. Ja, vorher oder nachher? Das finde ich nicht. Brichst du die Brücken hinter dir ab, bevor du auf der anderen Seite stehst? Du? Schau, schau. Was dagegen? Karl der Große ist ein sturer Bruder. Wenn Herr Neuwirth sich nicht bald einen guten Mann sucht, der Brenzberger lässt ihn fallen und dann sitzt er ohne Meister da. Das bezweifle ich. Was? Ob Herr Brenzberger sich das leisten kann? Na, kennen Sie ihn aber schlecht. Er hat sich noch nie auf Kompromisse eingelassen. Stimmt. Die Frage ist nur, hat er diesmal eine andere Möglichkeit? Wir sind heute hier zusammengekommen, um einem Mann zu danken, der maßgeblichen Anteil hatte am Wiederaufbau unseres Autohauses nach dem Kriege. Und der durch seinen unermüdlichen Einsatz in der aufreibenden Arbeit des Werkstattalltages dafür gesorgt hat, dass das Autohaus Neuwirth das wurde, was es heute ist. Ein Autohaus, in dessen Werkstatt sich der Kunde bestens aufgehoben weiß. Das Autohaus Neuwirth ist ohne Karl Brenzberger nicht zu denken. Warum sitzen die Heini dann hier? Aber auch noch in einer anderen Hinsicht ist ihm Dank zu sagen. Karl Brenzberger war immer ein Mann des Ausgleichs. Als alter Gewerkschaftler hat er sich zu einem Zeitpunkt, als das noch ein Risiko war, erfolgreich für die Belange der Arbeitnehmer eingesetzt. Steht der Junge links? Dieses Bemühen, aber immer in Einklang zu bringen, versucht mit den Interessen des Betriebes, dessen Existenz auch unsere Existenz ist. Quatsch. Und wenn es nun nach langen Gesprächen mit mir sein fester Entschluss ist, die Verantwortung in jüngere Hände zu legen, ein Entschluss, der ihm nicht leicht gefallen ist, so haben wir allen Grund,
so sehr wir das auch bedauern mögen, diese Entscheidung zu respektieren. Darüber hinaus, und das ist eine besondere Freude für mich, ist ihm unsere Hochachtung dafür auszusprechen, dass es sein Wunsch war, dem Betrieb durch die Lehrlingsbetreuung weiterhin verbunden zu bleiben. Moin. 30-jährige Erfahrung wird so dem Nachwuchs zugutekommen. Der kann reden. Was soll er denn sagen, dass er ihn abschiebt? So. Der Worte sind genug gewechselt. Dankeschön sagen kann jeder. Wir wollten etwas tun. Aber das sagt Ihnen jetzt besser Herr Räuber. Ich hätte lachen, wenn der das nicht nimmt. Dann geben Sie es dir. Lieber Karl, ich weiß, dein alter Fernseher würde dir noch lange genügen. Natürlich, solange es tut. Trotzdem haben wir gedacht, vielleicht tut er eines Tages nicht mehr. Dann freust du dich über einen Farbfernseher. Es ist ein Geschenk der Betriebsleitung und von uns allen. Aber das könnt ihr doch nicht machen. Das... Was soll ich denn jetzt sagen? Danke. Wenn er ein Fußballspieler ist und es kann einer nicht farbig gucken, bei mir ist Platz. Ihnen, Herr Neubert, möchte ich gerne Folgendes sagen. Schon gut, haben Sie mehr als verdient. Eben drum. Wenn ich ab heute in die Röhre gucke, farbig, glauben Sie nicht, dass ich nicht genau weiß, wem ich das in erster Linie zu verdanken habe. Alles gut. Wenn Sie mir am Anfang ein bisschen helfen, dann wird schon nichts schief gehen. Darum möchte ich Sie herzlich bitten. Liebe Mitarbeiter, ich darf Ihnen vorstellen, das ist Herr Jost, ab heute Chef in der Werkstatt. Komm, Ober, ist genug Platz. Schlaft ihr noch? Ich komme gleich. Was ist mit dem heute los? Na, Herr Lüttinghausen, wieder mal Schwierigkeiten, was? Na ja, dann kommen Sie mal rein. Ja, haben Sie recht, recht. Was macht der Balkan? Erinnern Sie mich nicht, die Bengels sind seit 3 Tagen überfällig. Wir haben noch kein Telefon. Da können Sie sich auch nicht melden. Aber telegrafieren. Von Österreich aus oder wo Sie stecken. Deren Nerven. Aber Herr Lüttinghausen, was ist denn das schon wieder? Meine Frau. Garage. Sie haben aber auch ein Pech. Schleifende Kupplung. Schlechter Fahrer. Zum 400 Mark reichen. Herr Jost, bitte. Dann kann man auch nie was recht machen. Bitte kommen Sie zum Diktat. Was erwarten Sie jetzt? Dass Sie kommen. Nein. Fräulein Mattig, bitte zum Diktat, zum Chef. Sofort. Ich hatte Sie gebeten. Ich weiß. Aber Sie wollten mir auf diese Weise klar machen, dass für Sie eine Prokuristin nichts weiter ist als eine bessere Sekretärin. Aber Sekretärin ist Fräulein Mattig. Und soviel ich weiß, keine schlechte. Was versprechen Sie sich davon? Ich weiß, was ich von Ihnen zu erwarten habe. Bitte sehr. Denn schon, denn schon. Tja. Das heißt also, ich habe nur die Alternative, neues Getriebe oder neuer Wagen. Bei 86.000 Kilometern ist das schon keine Alternative mehr. Hallo? Augenblick. Ja, rechnen Sie sich aus, was Sie für den Wagen kriegen. Und dann fragen Sie sich, ob es sich lohnt, rund 2.000 Mark zu investieren, wenn Sie bei den Strecken, die Sie fahren, spätestens in einem halben Jahr den Wagen ohnehin verkaufen. Okay, Sie haben doch keine Lieferfristen. Ich muss schnellstens einen Fahrbahnuntersatz haben. Leihwagen ist mir zu teuer. Gehen wir mal nach vorne, ja? Entschuldigen Sie, ich habe einen Blechschaden, meine Frau. Ja, ich komme sofort. Bitte. Die
dieses Auto. Ich erwarte Ihre Antwort und verbleibe mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung. Zwei Durchschläge. An Fräulein Cornelia Mettler im Hause. Sehr geehrtes Fräulein Mettler, wie ich bereits heute in unserem Gespräch andeutete, widerrufe ich hiermit die Ihnen ab am 17.09.1966 erteilte Prokura. Haben Sie das? Ja. Dieser Widerruf wird wirksam zum Monatsende. Diesen Schritt machen nicht zuletzt personelle Veränderungen des Betriebes notwendig. Hochachtungsvoll, das schreiben Sie und geben es mir dann rein. Frau Mattig, ich sehe Sie lieber in Hosen. Wieso? Ihre Beine irritieren mich. Das ist kein Problem. Der Wagen wird heute zugelassen, dann können Sie ihn morgen haben. Eben nicht, leider. Heute Abend komme ich spät nach Hause, denn bis ich einen Leihwagen habe, geht auch wieder Zeit verloren. Ist Ihre Frau nicht da? Die hole ich ab. Und morgen früh muss ich spätestens kurz nach 6 starten, sonst schaffe ich mein Programm nicht. Ich muss runter bis ins Badisch, dann komme ich am Wochenende zurück. Ja, dann muss ich Ihnen den Wagen eben morgen früh nach Trautheim bringen. Was soll's? Um 6? Herr Jost, Telefon. Ja, ich komme. Moment mal, Sie wohnen in Trautheim? Das liegt doch bei mir auf dem Weg. Dann nehmen Sie mich mit in die Stadt, da bin ich etwas früher in der Werkstatt. Da müssen Sie doch nicht extra rausfahren. Ich bin im Stande und nehm's an. Na bitte, wer sagt's denn? Anzahlung per Scheck. Finanzierung und so weiter machen wir am besten gleich fertig. Sehen Sie, das sind die Abschlüsse, wie ich sie liebe. Können Sie nicht noch ein zweites Auto gebrauchen? Ja, Provision ist alles, sagte der Teufel und verkaufte einen Drittwagen an seine Großmutter. Herr Just, Ihre Frau. Mhm. Ja, Erika, was gibt's denn? Sind Sie zurück? Wann denn? Und warum erst heute? Ach, komm, komm, lass dir doch nichts erzählen. Also heute Abend braucht's, und zwar, dass der Schornstein wackelt. Oh. Oh. 6:10. Macht mich denn so spät geweckt? Kein Frühstück. Der Schornstein hat schwer geraucht. Das ganze Haus hat gewackelt. Naja, es war ja schließlich ein Anlass. Wie spät war es denn eigentlich? Ah. 2:30. Oh je. Trink. Ja, danke. Prima. Erika! Oh, Heinrich. Wer hat die Klinge aus meinem Rasierapparat genommen? Was machst du denn jetzt schon auf? Und das Päckchen mit den neuen Klingen ist auch weg. Schneid's dich sowieso nur. Ist auf mein Gesicht. Mach doch heute mal pünktlich Feierabend. Ja, ja, ich werd's versuchen. Aber ich bin ja neu dort. Und neue Besen kehren gut, du weißt ja. Wenn ich die Klinge nicht kriege, dann will ich mein altes Rasiermesser haben. Um Gottes Willen. Komm. Gehst du erst mal wieder ins Bett. Wenn du dann aufwachst, rasierst du dich, hm? Mit Werners Elektrischen. Ja. Aber das bleibt unter uns, nichts verraten. Hm? Ja. Wieso muss ich das verschweigen? Ihr habt ja auch mein Haus. Ich weiß. Niesbrauch. Niesbrauch? Vergiss das nicht. Könnte ich das vergessen? Es ist 6 Uhr. Hier ist der Hessische Rundfunk. Wir bringen Nachrichten. Mit einem Bericht des CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden Carstens zur politischen Lage beginnt am Vormittag im Berliner Reichstagsgebäude eine zweitägige Konferenz der Fraktionsvorsitzenden der Union im Bundestag und den Landtagen. Thank you.
Ama, Andante. Wir sind doch nicht in Italien. Na, ganz schön, wie ist denn das passiert? Wie? Feuer an der Zigarette. Zitronen in Kuba. Boing. Ach, schneid ich der Junge, was? Warum? Na, der muss doch eine ganz schöne Fahrt drauf gehabt haben. Oh. 98 PS. Seine keine Karuzina da Bambini. Was ist der Chef schon? Will der nicht wissen? Na, der hat sich auch einen besseren Einstand gewünscht. Haben Sie sich das Ding mal betrachtet? Wozu? Ich an Ihrer Stelle würde mich da schon mal interessieren. Oder glauben Sie die Sache mit der Zigarette? Bitte? Ich nicht. Wasser. Linksunfall. Kaputt von neu. Dann schaffen wir es nicht. Tut mir leid, Herr Neubert, aber ich habe eingangs gesagt, ich warte, bis die Leihwagengeschäfte öffnen, dann marschiere ich. Es ist 8. Neubert, bitte Herrn Jost. Dauere, aber ich kann Ihnen leider die Kosten nicht ersparen. Über die Kosten wäre man schon einig. Und was heißt ja einig? Sie bezahlen, da bin ich knochenhart. Ja, wie sieht's aus? Also nicht. Kann man nichts machen. Danke. Tja, dann wäre also alles klar. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir übernehmen die Kosten für den Leihwagen und selbstverständlich für die Reparatur. Und Sie... Nee, eben nicht. Einen Leihwagen müssen Sie mir so oder so stellen, als anständiger Geschäftsmann. Die Reparatur bezahlt Ihre Händlerhaftpflichtversicherung und ich habe das große Los gewonnen. Ich fahre einen funkelnagelneuen Unfallwagen. Das wollten Sie mir doch anbieten, ne? Von den Blechschäden und nur um solche handelt es sich ja, werden Sie mit Sicherheit nichts mehr sehen. Sie unterschätzen unsere Karosseriekosmetiker. Verzeihung, ich wollte eine Jungfrau haben und keine Dame, die geliftet ist. Debatten sind zwecklos. Da bin ich nicht so sicher. Aber ich. Kein Mensch kann mich zwingen, einen Wagen zu fahren, dessen Rahmenschuh gestaucht wurde, noch bevor ich überhaupt drin gesessen habe. Sollte man meinen, scheint doch nur vernünftig. Aber rechtlich sieht die Situation anders aus. Da bin ich aber gespannt. Frau Mettler? Ja? Bitte einen Blanko-Kaufantrag. Oder am besten gleich den von Herrn Wendrich. In Ordnung. Holen Sie mir den Vertrag, bitte. War noch was? Ich habe Ihnen was auf den Schreibtisch gelegt. Ja, ja. Ich hab's kommen sehen. Das ist eben ein Irrtum, Herr Wendrich. Wozu stünde sonst der Passus vom Erfüllungsort im Vertrag? Was heißt das, Erfüllungsort? Das ist der Ort, an dem der Verkäufer seine Leistung, also die Aushändigung des Wagens, zu erbringen hat. Ich glaube, das erörtern Sie besser mit meinem Anwalt. Herr Wendrich, wir unterhalten uns über eine abstrakte Rechtslage. Aber mit dem konkreten Ziel, dass ich einen Wagen nehme, dem bei seiner Jungfernfahrt ein Verteilerkasten der Bundespost nicht im Wege gestanden hat. Ich habe doch keinen nassen Hut auf. Vertrag von Herrn Wendrich. Ich will Ihnen lediglich klar machen, was Sie unterschrieben haben. Schauen Sie, hier, Erfüllungsort Darmstadt. Und hier in Darmstadt war der Wagen in einwandfreiem Zustand. Aber Sie vergessen, dass nicht ich den Wagen gefahren habe, sondern ein Angestellter Ihres Autohauses. Das ändert nichts. Der Mann ist in Ihrem Namen gefahren und auf Ihr Risiko. Wo steht das? Im BGB. Wenn nichts Abweichendes im Vertrag steht, trägt das Risiko des Transportes der Käufer. Das wird sich alles herausstellen. Eines weiß ich jetzt schon. 8 Wagen habe ich in Ihrem Autohaus gekauft, meinen 9. nicht. Herr Wendrich, die Kaufbedingungen sind überall die gleichen. Aber nicht Ihre Handhabung. Darf ich mal unterbrechen? Herr Schölke hat einen Interessenten für seinen Vorführ-Citroën. 11.000 Kilometer. Er müsste ihn also sowieso bald abgeben. Herr Wendrich, ich glaube, ich habe die Lösung. Wir behalten Ihren Unfall-Citroën als Vorführwagen und Sie bekommen einen neuen. Ihr hatte Ihr Vater schon viel zu verdanken. Kein Zweifel. Frau Mettler. Ja, bitte. Kommen Sie doch nachher bitte mal zu mir. Gern. Moin. 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 Haben Sie einen Meister oder zwei? Einen? Warum? Das ist in der Werkstatt. Meistens, da gehört er ja hin. Und wie heißt er? Jost. Danke. Entschuldigen Sie bitte, sind Sie der neue Meister? Ja, bitte. Schmitting. Jost. Wir haben hier vor ein paar Wochen einen Amalfi bei Ihnen gekauft. Also, Farm tut er ja ganz gut.
Fahren tun sie alle, wenn sie fahren. Aber entweder er springt überhaupt nicht an und ruckelt, oder er läuft viel zu schnell und frisst Benzin wie das Auto vom Schah von Persien. Ich habe hier alles zusammengestellt. Moin. Dürfen wir mal stören? Entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister, aber der VW wollte rechts an mir vorbei. Das müssen Sie gesehen haben. Von Ihnen wollen wir doch gar nichts. Das ist nett. Sind Sie Herr Jost? Ja. Einen Augenblick. Sind Sie heute früh um 6 in Dreisa den Citroën DAWP 953 gefahren? Ja. Das ist er wohl. Ja, wir haben versucht, weil der Kunde ihn schnellstens... Kann ich mal Ihren Führerschein haben? Ich nehme ihn raus. Hier, bitte. Haben Sie getrunken? Nein. Kommen Sie doch mal mit. Hast du schon mal einen getroffen, der Ja gesagt hat? Da ist noch mehr passiert. Warum? Für einen Blechschaden allein interessieren die sich nicht. Zigarette angezündet. Der hat einen gezwitschert. Dann wird sauer. Er kommt doch gleich wieder. Aber natürlich. Ist noch eine Formsache. Sie sehen, das Röhrchen hat sich verfärbt. Sie sind vorläufig festgenommen. Wir fahren zum Krankenhaus. Ich ordne eine Blutprobe an. Wachtmeister, ich habe keinen Schluck getrunken. Wir haben ein bisschen gefeiert, aber... Das wird sich alles finden. Bekommt Sie gutwillig mit, sonst muss ich den Notarztwagen rufen und das wäre teuer. Ja, fahren Sie. Eben hast du was verpasst. Die Polizei hat den Jost mitgenommen. Sie werden wissen, warum. Im Übrigen kommt der Boss. Guten Morgen. Guten Morgen, Oliver. Herr Brandsberger, Sie wissen sicher, was da passiert ist. Sind Sie so nett und übernehmen das Kommando? Tut mir leid. Lehrlingsbetreuung. Sehr viel zu tun haben Sie damit nicht. Hören Sie, das lastet Sie doch nicht aus. Eben. Deshalb lese ich ja den ganzen Tag Zeitung. Also nein. Nein. Und wenn ich Sie darum bitte? Ich habe Sie ja auch gebeten und Sie haben Nein gesagt. Wie Sie wollen. Zigarette? Ja, danke. Ihr Führerschein ist sichergestellt, Herr Jost. Mein Führerschein? Ja, um Gottes Willen, Sie können mir doch nicht einfach den Führerschein wegnehmen. Doch. Und zwar einmal wegen des Unfalls mit Verkehrsflucht. Und dann war ja da wahrscheinlich... Nun machen Sie aber halblang. Sollte ich auf der leeren Straße stehen bleiben? Keine Menschenseele weit und breit. Was soll ich denn machen? Ich wollte ja alles melden, aber... Aber zuerst musste ich doch den Wagen in Ordnung bringen. Der Kunde musste weg. Höchlich. Aber was glauben Sie, was die Leute alles wollten, wenn wir erst mal da sind? Außerdem hatten sie getrunken. Am Abend vorher. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, das wird man doch noch dürfen. Das kommt drauf an. Restalkohol soll man nicht unterschätzen. Herr Doktor, können Sie das denn nicht gleich nachprüfen? Ich bin mit Sicherheit unter 0,8. Umso besser für Sie. Guten Morgen. Herr Wachtmeister, geben Sie mir doch meinen Führerschein. Wenn ich wirklich über 0,8 habe, dann können Sie doch immer noch kassieren. Nichts zu machen. Ich muss Sie fragen. Erheben Sie gegen die Sicherstellung Widerspruch, dann muss ich ihn beschlagnahmen. Was nutzt mir ein Widerspruch, wenn ich ihn doch abgenommen kriege? Herr Jost,
Nachdem Ihr Führerschein sichergestellt worden ist, dürfen Sie sich nicht mehr mit einem Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr bewegen. Haben Sie die Belehrung verstanden? Können Sie mir eine Bescheinigung geben, dass ich wenigstens bis zum Blutergebnis die Wagen probefahren darf? Tut mir leid, Ausnahmen gibt's nicht. Und wann erfahre ich das Ergebnis? Das liegt in der Regel nach 3 Tagen vor. Kann ich Sie anrufen? Das können Sie. UEK, Unfalleinsatzkommando, Polizeipräsidium. Die verbinden Sie dann. Und wann? Jederzeit, die Polizei ist immer da. Ja, dann kann ich gehen. Wir haben im Moment keine Fragen mehr an Sie. Sie wollten mich sprechen. Ja. Bitte nehmen Sie doch Platz. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ich bin hart im Nehmen. Ich kann auch trocken schlucken, was Sie mir zu sagen haben. Sie irren sich. Ich wollte in aller Ruhe etwas mit Ihnen besprechen. Sherry? Danke. Wie würden Sie das Arbeitsverhältnis zwischen uns bezeichnen? Als hervorragend. Sie doch hoffentlich auch. Und was führt Sie zu dieser Annahme? Ihr Schreiben. Welches Schreiben? Indem Sie mir die Prokura entziehen. Sie geben als Grund innerbetriebliche Veränderungen an. Und nicht etwa unüberbrückbare Meinungsverschiedenheiten oder so etwas. Manchmal bedauere ich es, dass wir nicht zueinander passen. Herr Neubert, tun Sie mir einen Gefallen. Da Sie, wie ich annehme, die Absicht haben, mir zu kündigen... Woher wollen Sie das wissen? Und Sie entziehen mir doch nicht die Prokura, um mir die Teilhaberschaft anzubieten. Also, da Sie die Absicht haben, mir zu kündigen, tun Sie das bitte nicht mit dem Ausdruck des Bedauerns. Sie sind nicht der Typ, dem man sowas abkauft. Sie wissen ebenso gut wie ich, dass es Entscheidungen gibt, an denen wir nicht vorbeikommen. Als Ihnen mein Vater Prokura erteilte und Ihnen ein ungewöhnlich hohes Gehalt zahlte, zu Recht, wie ich ausdrücklich betonen möchte, war er bereits ein kranker Mann und darauf bedacht, die Leitung des Autohauses in besten Händen zu wissen. Diese Situation ist heute nicht mehr gegeben. Hart formuliert, es fehlt Ihrer bisherigen Tätigkeit jetzt die Voraussetzung. Ich muss Ihnen nicht unsere finanzielle Lage vor Augen führen. Wir segeln hart an den roten Zahlen. Ihr Gehalt beträgt im Jahr rund 35.000 Mark. Wie würden Sie an meiner Stelle handeln? Ich würde fairerweise diese Frage erst gar nicht gestellt haben. Wie komme ich dazu, Ihnen zu einer Entscheidung zu raten, die gegen mich gerichtet ist? Oder können Sie mir jemanden sagen, der aus purer Rücksichtnahme den finanziellen Belangen einer Firma gegenüber seine eigene Entlassung gefordert hat? Heißt das, dass Sie nicht bereit sind, sich von sich aus um eine gleichwertige Position zu bemühen? Ganz abgesehen davon, dass die nicht leicht zu finden ist. Nachdem Sie mir gekündigt haben, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben. Ich hatte gehofft, die Kündigung würde von Ihnen kommen. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich will ja nicht, dass ich gehe. Ich kann Sie nicht zwingen, mir zu glauben. Aber mir wäre viel an einer gütlichen Einigung gelegen. Herr Neubert, Sie sollten bei mir nicht an Gefühle appellieren, wenn Sie gleichzeitig in nüchternen Zahlen denken. Sie haben Ihre gesicherte Position aufgegeben, um den Betrieb Ihres Vaters zu übernehmen, mit allen Risiken. Das war Ihre freie Entscheidung und die verdient jeden Respekt. Wenn Sie aber jetzt Ihr Risiko zu vermindern suchen, indem Sie die abhalften, die die ganzen letzten Jahre diese Firma getragen haben und dann auch deren Verständnis fordern, dann mag das von der Zahlenüberlegung her ganz in Ordnung sein. Aber es ist nicht unbedingt ein leuchtendes Beispiel menschlicher Fairness. Diese menschliche Fairness meines Vaters hat das Autohaus dorthin geführt, wo es heute steht. Ja, bitte. Danke, Fräulein Mettler. Ich glaube, wir kommen heute in dieser Sache nicht weiter. Just, was hat's denn gegeben? So was Stures von diesen Beamten. Nur weil ich noch nüchtern bin. Das heißt, ich habe da so einen für den Magen getrunken, weil es mir so flau war. Na ja, da riecht man natürlich. Deshalb lassen Sie einen gleich in das Ding da pusten. Und das verfärbt sich natürlich und schwuppdiwupp ist meine Führerschein los. Bitte genau, wann haben Sie das letzte getrunken? Den Magenbitter? Das war... Vor dem Magenbitter? Um 12. Nein, nein, da war ich schon im Bett. Um 11:30, na, kurz nach 11:30 etwa. Und wie viel unter Brüdern? Wie viel? 3 Bier. Glas oder Flasche? Ja, Krug. Na ja, so Krüge, wie man sie hat. 1 oder 2 kurze, vielleicht waren es auch 3 und vorher ein Schluck Sekt. Also Sekt, Bier und kurze. Herr Neubert, das war bestimmt nicht zu viel. Außerdem habe ich ja geschlafen. Allerdings habe ich nicht gefrühstückt. Eine Tablette habe ich genommen. Was für eine Tablette? Gegen Druck im Kopf. Bin wahnsinnig empfindlich gegen Föhn. Vielleicht hat auch der Alkohol mitgespielt, aber ich... Herr Just, ich habe das Gefühl, Sie machen sich etwas vor. Das hilft weder Ihnen noch uns. Sie wissen, was von einem Führerscheinentzug alles abhängt. Herr Neubert. Hand aufs Herz. Was bringt die Blutprobe? Herr Neubert, auf Ehre und Gewissen. Ich belüge mich doch nicht selbst. Wenn ich 0,7 habe, dann sind es viel. Glauben Sie mir, spätestens in 3 Tagen habe ich einen Führerschein wieder. Wollen wir es hoffen? Danke. Nein, nein, ich bin da ganz sicher.
Ich nicht. Sie kennen die Monteure am besten. Wen würden Sie mit der Endabnahme betrauen? Herr Brenzberger hat abgelehnt. Und sonst würde ich Sie nicht gefragt haben. Als bester Monteur gilt Herr Wüller, aber der kommt mit den Leuten nicht aus. Herr Wüller soll 3 Tage lang die Wagenprobe fahren, das alles. Und dann? Herr Wüller soll mal hochkommen. Ist doch immerhin möglich, dass Herr Joost seinen Führerschein nicht nach 3 Tagen zurückbekommt. Ich habe einen Grundsatz. Wer sich unentwegt mit dem beschäftigt, was sein könnte, hat keine Zeit, sich mit dem zu beschäftigen, was ist. Und das ist weiß Gott genug. Jetzt weiß ich auch, warum Sie so gute Nerven haben. Und ich fürchte, die werden Sie auch noch brauchen. Ja, verbinden Sie mich doch bitte mit dem Unfallkommando. Komm doch einfach zu. Joost, ich möchte mich nach meinem Blutergebnis, also nach dem Ergebnis meiner Blutuntersuchung erkundigen. Joost, mit 2 O. Ja, ich warte. Was heißt das positiv? Herr Wachtmeister, ich habe doch überhaupt nicht über 1,3 gehabt. Da ist doch was sauer. Wie viel waren es denn genau? Warum dürfen Sie mir das nicht sagen? Ich bin Kraftfahrzeugmeister, ich muss doch... Ach so. Bis zur Verhandlung, ja. Und wann ist die? Ja. Ja. Kann denn da nicht vielleicht ein Richter was vorher entscheiden? Ja, kann da vielleicht ein Richter vorher was entscheiden? Der Amtsanwalt. In Vertretung des Staatsanwalts. Danke. Wir möchten auch gern mal telefonieren. Du warst doch gar nicht betrunken. Dass wir das nochmal erleben würden. Draußen ist so viel Platz. Kommt rein. Wann ist denn diese Verhandlung? Zwischen 6 Wochen und einem Vierteljahr. Was, und so lange tun die gar nichts? Nein. Du brauchst doch deinen Führerschein. Ist denen doch egal. Wieso überhaupt Staatsanwalt? Du hast am Abend was getrunken und dann hast du geschlafen. Die sagen, absolute Fahruntüchtigkeit in Tateinheit mit Fahrerflucht. Spinnen ja. Machen wir nur, wenn der Neubert mir fristlos kündigt. Erika, es muss doch da einen Weg geben. Lass nur mal, uns fällt schon was ein. Es handelt sich im Durchschnitt um einen Betrag von ungefähr 50 Mark im Monat für den einzelnen Arbeitnehmer. Was nahmen wir? Das ist ein Betrag, der in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist. Und beide... Sag mal, hörst du überhaupt zu? Was sagst du? ...haben ein Interesse zu erkennen gegeben. Karl. Wir meinen, dass wenn jetzt wieder... Bei allem Verständnis, aber nun müssen wir mal miteinander reden. Damit... Dass dich das bedrückt, dass du Zeit brauchst, um damit fertig zu werden, kann ich alles verstehen. Aber es geht nun schon seit Wochen so. Mein Gott, es gibt doch noch was anderes als kaputte Autos und Monteure. Ich bin auch noch da. Hab ich noch was gesagt? Eben nicht. Aber einmal macht jeder die Tür hinter sich zu und dann ist Feierabend. Du bist da keine Ausnahme. Kaum. Warum machst du nicht mal Urlaub? Hast du noch 14 Tage zu kriegen? Bitte. Wir fahren in Schwarzwald zu den Gretlers. Abends spielst du deinen Skat. Die werden jetzt im Sommer Platz für uns haben. Haben sie, ich habe angerufen. Guten Abend. Joost, ist hier ein Mann zu Hause? Ja. Kommen Sie rein. Karl, Herr Joost ist da. Geh doch durch, bitte. Guten Abend. Guten Abend. Darf ich Sie mal sprechen, Herr Brenzberger? Ja, bitte.
Ja, natürlich verstehe ich das. Aber ich rufe ja schließlich die Polizei nicht aus Neugierde an, sondern aus dem begreiflichen Interesse, ob mein Meister den Führerschein zurückbekommt oder nicht. Ja, danke. Wiederhören. Na? Die geben am Telefon keine Auskunft. Morgen soll ich hinkommen. Morgen weißt du es auch von Herrn Jost selbst. Auch wenn er mehr getrunken hat, als er mir gegenüber zugeben wollte. Was anzunehmen ist. Es ist noch lange nicht mit dem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen, höchstens mit dem Einbehalt des Führerscheins. Ist das ein Unterschied? Wir hatten mal so einen Fall bei uns im Vorstand. Wird der Führerschein nur einbehalten, so geht das für eine Zeit bis höchstens 6 Monate. Was meiner Meinung nach bei Herrn Jost gar nicht drin ist. Irgendwie kommen wir da auch schon über die Runden. Wenn die betreffende Zeit rum ist, bringt die Post den Führerschein eingeschrieben zurück und der Fall ist ausgestanden. Entzieht man aber die Fahrerlaubnis, dann wird der Führerschein von der Polizei vernichtet und muss mit allem Pipapo neu beantragt werden. Wie lange dauert so ein Entzug? Ja, das ist es ja eben. Von 6 Monaten an aufwärts. Dann wird es natürlich bitter. Das wird es sowieso für dich. Wie immer die Sache auch ausgeht, du bist für eine gewisse Zeit ohne Meister. Mit Herrn Brenzberger ist ja wohl nicht zu rechnen. Den frage ich auch nicht mehr. Und wo willst du von heute auf morgen einen Ersatz herkriegen? Vom Arbeitsamt. Schön, dann hast du einen Meister. Aber hast du einen guten? Nun lass dir mal was einfallen. Du wolltest ja unbedingt freier Unternehmer werden. Das ist die Situation, Herr Brenzberger. Unfrisiert, so wie sie ist. Ich sage Ihnen, ich bin stocknüchtern ans Steuer. Ja, erst auf der Fahrt halt, die Müdigkeit, nicht? Und was kann ich da für Sie tun? Morgen früh muss ich mit dem Chef reden und habe ich mir gedacht, ich könnte ihm vielleicht anbieten, dass Sie, vorausgesetzt, dass Sie damit einverstanden sind, dass Sie die Wagen für mich Probe fahren in der Zeit. Nein, das kann ich nicht. Das habe ich schon in Neubad abgeschlagen. Ich verstehe ja, dass Sie sauer auf ihn sind, aber was habe ich denn damit zu tun? Ich bin hierher gekommen, weil ich dachte, der Neubad hat alles geregelt. Ich wollte Ihnen doch nicht persönlich in die Quere kommen. Wenn der Ihnen gegenüber, naja, wenn ich nicht gekommen wäre, Herr Brenzberger, dann wären andere gekommen. Sie können mich doch nicht für irgendwas verantwortlich machen, wofür ich nichts kann. Sie helfen doch mir. Na ja. Herr Brenzberger, ich habe mich erkundigt. Wenn die mir wegen der Fahrerflucht den Führerschein für etwa 1 Jahr abnehmen, dann bin ich doch fertig. Als Monteur kann ich nicht arbeiten, wegen meiner Bandscheibe. Wir haben uns jetzt gerade das Haus zurechtgemacht. Mein Bub studiert. Meine Frau, die kann wegen dem alten Mann nicht mitverdienen. Was soll ich denn machen? Und wie soll das in der Praxis aussehen? Ich habe die Wagenprobe zu fahren, ich habe die Verantwortung zu tragen. Nur zu sagen habe ich nichts. Aber da können wir uns doch abstimmen. Sie haben mich doch in der Hand. Bis die Zeit um ist. Und dann? Dann sitze ich wieder auf der Lehrlingsbetreuung. Als Anerkennung statt 3 Lehrlingen vielleicht 4. Nein, Herr Jost, bei allem Verständnis. Aber ich habe mich 30 Jahre lang für die anderen abgeschuftet. Was mir das eingebracht hat, habe ich gesehen. Damit ist es vorbei. Tut mir leid. Ihnen persönlich würde ich helfen, aber nicht Herr Neubert. Da kann man nichts machen. Entschuldigung, es war ja auch nur eine Frage. Guten Abend, Frau Brenzberger. Guten Abend. Bitte lassen Sie von dem Gespräch im Betrieb nichts verlauten. Kein Wort. Entschuldigen Sie die Störung. Bitte sehr. Was hat er denn gewollt? Dass ich für ihn die Wagen fahre, weil man ihn sonst feuert. Und du hast das abgelehnt? Ja. Karl, was bringt dir das denn jetzt noch? Für dich ist der Zug doch sowieso abgefahren. Das weiß ich nicht. Hauptsache, du fühlst dich jetzt wohler. Eins ist klar, er muss ganz schön was geladen haben, sonst hätte ihn die Polizei nicht mitgenommen. Das muss nicht stimmen. Du brauchst nur einen Klaren im Mund rumzuspülen, auszuspucken, gleich anschließend die Tüte nahe zu blasen. Sollst du mal sehen, wie sich das Ding da verfärbt. Ohne du getrunken? Ob du den Schnaps im Bauch hast oder nicht, ist doch egal. Der Atemjunge, du bläst doch. Deshalb darfst du ja vorher mit Wasser kurschen. Wo kriegst du denn im Streifenwagen Wasser her? Morgen. Morgen. So blöd, wenn kein Wasser da ist, kannst du nicht gurgeln. Muss ich dann trotzdem blasen? Blasen musst du überhaupt nicht. Du musst dir nur Blut abzapfen lassen. Auch raffiniert. Wer pfeift schon aus Blasen, wenn er den Umstand mit dem Abzapfen doch hat? So kommst du vielleicht rum,
rum. Ihr steht da rum, als ob ihr nichts zu tun hättet. Los, ab. Arsch. Was denn? Wohin denn? Übernimm dich nicht. Bloß weil du 3 Tage Probe gefahren bist, musst du jetzt nicht einen dicken Mann machen. Hat's denn schon einer dem Chef gesagt, 7:45? Bin eben dabei. Herr Wille, hast du die Meisterprüfung schon gemacht? Du wirst dich noch scheußlich wundern. Dann müsste größere Zwerge kommen als du. Der Chef hat die Nummer 01. Wenn der hier Meister wird, dann lasse ich mich pensionieren. Schmeiß ihm noch den ganzen Krempel hin. Du musst es doch nicht machen. Damit er um die Abfindung rumkommt? Nee, mein Lieber. Billig war ich noch nie. Das kann ich bestätigen. Also dann, bis heute Abend. Bei mir wird es etwas später. Ich werde es überleben, ja? Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wissen Sie was von Herrn Joost? Guten Morgen. Hat er gesagt, dass er später kommt oder so? Nein, zu mir nicht. Warum? Er ist nicht da. Komisch. Ich will mich ja nicht rausreden. Ich habe den Wagen an den Verteilerkasten gesetzt und bin weggefahren. Vielleicht hatte ich auch abends zuvor wirklich etwas zu viel getrunken. Das gebe ich ja alles zu, Herr Staatsanwalt. Aber das ist doch kein solches Staatsverbrechen, dass man mich noch nicht mal die paar Kilometer fahren lässt, um die Reparaturfahrzeuge testen zu können. Zumal ich geschlafen habe. Ich habe ja schließlich nicht gewusst. Herr Joost, Sie berufen sich darauf, dass Sie vielleicht wirklich etwas zu viel getrunken haben. Die Grenze zwischen relativer und absoluter Fahrentüchtigkeit liegt bei 1,3. Sie hatten einen erheblich höheren Blutalkoholgehalt. Früher, da durfte man mit 1,5 fahren, ohne dass einem was passiert ist. Und damals waren 1,5 genauso viel wie heute. Ja, aber heute haben wir andere Gesetze und danach haben auch Sie sich zu richten. Und was Sie schlafen nennen, war im Grunde nichts anderes als eine trügerische Ruhepause. Ja, aber ich kann doch nicht mehr tun als schlafen. Und ich habe mich fit gefühlt, als ich ins Auto gestiegen bin. Woher soll ich denn wissen? Subjektiv. Objektiv sieht die Sache wie eindeutig erwiesen ist anders aus. Und wie soll ich das feststellen? Objektiv. Was verlangen Sie denn da von mir? Geben Sie mir ein Testgerät, dann fahre ich auch objektiv nüchtern. Aber Sie werden mir doch nicht einreden wollen, dass Sie sich frisch gefühlt haben wie der junge Mai. Außerdem haben Sie den Unfallort verlassen und... Um 6. Kein Mensch, weit und breit. Weder in Treiser noch in Trautheim gibt es eine Polizeistation. Hätte ich zu Fuß nach Darmstadt laufen sollen? Aber es gibt Telefonzellen, über die man die Polizei jederzeit erreichen kann. Verkehrsunfallflucht ist ein fest umrissener Begriff. Außerdem hatten Sie die Polizei nach 2 Stunden immer noch nicht verständigt. Ich habe Ihnen doch gesagt, warum. Ob die Beule an dem Verteilerkasten nur 2 Stunden früher oder später bekannt wird, das... Was Sie als Beule bezeichnen, das ist das äußere Zeichen eines Schadens, dessen Höhe sich jetzt noch nicht absehen lässt. Tut mir leid, ich kann hier wirklich nichts für Sie tun. Ich bitte Sie. Ein Kraftfahrzeugmeister ohne Führerschein, das ist genauso wie ein Richter, dem man die bürgerlichen Ehrenrechte nimmt. Verstehen Sie, wenn ich jetzt in den Betrieb komme und sage, dass ich mich mindestens 1 Jahr lang nicht mehr hinter Steuer setzen darf, dann bin ich erledigt. All das hatten Sie vorher gewusst. Herr Staatsanwalt, jedem Strauchdieb gibt man Bewährung. Diese Kerle handeln vorsätzlich, die wissen genau, was sie tun. Und die wissen auch genau, dass sie Bewährung kriegen. Und die Autofahrer? Sind die vielleicht weniger wert als Strauchdiebe? Ich will ja noch nicht mal Bewährung. Ich will doch nur so viel fahren dürfen, dass ich meine Stellung nicht verliere. Herr Joost, ich würde Ihnen gerne helfen. Glauben Sie nicht, dass wir nur dazu da sind, die Leute ans Messer zu liefern. Aber einen Entzug der Fahrerlaubnis auf Raten, den gibt's nicht. Der ist generell und für alle gleich. Eben leider nicht. Wenn der Herr Direktor seinen Führerschein genommen kriegt, dann fährt ihn sein Fahrer. Wenn der Beamte seinen Führerschein genommen kriegt, dann fährt er eben mit dem Bus ins Büro. Aber wenn ich meinen Führerschein genommen kriege, dann kostet mich das die Existenz. Hat denn der Staat das Recht, mir zu dem Schaden und der Geldstrafe auch noch die Existenz zu nehmen? Herr Joost, Sie sagen, Sie haben den Verteilerkasten nicht mit Absicht angefahren. Natürlich nicht. Sie hätte also ebenso gut ein wertloser Baum sein können. Genau. Oder ein morscher Lattenzaun. Ja, auch. Oder ein Mensch.